Miley, hier. Fein, komm her. Komm, mach Sitz. Ja, so ist fein. So ist fein. Ja, so ist fein. Na, pst, Miley, komm her. Miley, Miley, hier. Pst, Sitz. So ist fein. Ja. Geht mit einer Hand nicht, Moment. Das heißt, ne? Mal nach Hause, kannst du was trinken. Ja, mein Bein ganz nass gesabbert hier. So, mal probieren hier. Ich nehme ich dann mal den kleinsten. Ui, der ist aber noch heiß. Der ist dunkel. Nehmen wir den anderen. Ja, die sind besser. Oh, die sind zu heiß. Ich kann nicht probieren. Shit. Muss er erstmal kalt werden lassen. Ja. Ist halt, der ist so dunkel geworden. Aber geht durch. Mit Butter ist besser, aber kein Problem, schmeckt. Und jetzt geht's mit Kochen los, weil wir sind unterwegs. Dann geht's hier jetzt auch ganz schrecklich zur Sache. Ich würde mal sagen, wir nehmen diese Hähnchengeschichte einmal mit hier. Mal hier mehr Platz. Das kann auch hier ruhig mal auf, den runter. Und dann wischen wir doch einmal dass wir hier auch eine saubere Fläche haben. Und dann geht's los. Also, einmal die Pfanne runterholen. Ja, sehr gut. So, die Pfanne, die wasche ich einmal durch. Und dann gucke ich mir mal das Fleisch an. Das dürfte noch nicht aufgetaut sein. Genau, das heißt, ich muss noch mal die Mikrowelle kurz. Eben abspülen oder vielleicht auf die andere Seite, da kann man ein bisschen mehr sehen, glaube ich. So, ich habe wieder dieses Kalbsfleisch rausgeholt mit den Knochen dran. Vielleicht. Und mein Messer, wo ist mein Messer hin eigentlich? Mensch, ist weg. Habe ich das in den Müll geschmissen? Nee. So. Hier ist mal das Futter übrigens. Hätte da auch ein bisschen von dem Wasser mit reintun können, von dem Hähnchenwasser. Kann ich übrigens noch mal ein bisschen machen, vielleicht haben wir dann so ein bisschen besseren Geschmack da drin, ne? So. Ich glaube, das kommt ganz gut. Das ist aber sehr viel Suppe jetzt. Ich mag die nämlich nicht, das heißt, ich werde die sicherlich nicht essen. So. Fleisch mache ich mal an hier. Da werde ich tatsächlich auch mal mit dem hier jetzt anfangen, mit diesem Fett anzubraten und nachher mit Butter weiterzumachen. Einmal alles rein hier. Das ist nicht ganz durch. Werde ich wieder mit ein bisschen Wasser erstmal kochen lassen, damit das vom Knochen auch gar wird, das Fleisch. Genau, Reis machen wir mal nach kurzem Reis. Hm.
Ja. Weiß machen wir doch noch deutscher Art. Egal. Einmal hier hinten hin. Macht ja immer zu viel Reis, ne? Ich hab zu viel als zu wenig. So, das reicht aber. Hier Wasser rein. Aufkochen. Naja, ich glaube, das ist zu wenig. Ja. Salz. Da auch. Deckel drauf. Hier kommt jetzt kochendes Wasser rein. Dann Start. Lasse ich jetzt auf voller Pulle kochen. Und dann wird das gar werden, hoffe ich. So. Und den Keks, der schmeckt übrigens jetzt gut. Den zeige ich euch mal eben. Moment. So sieht der jetzt aus von, ne? Von innen und der schmeckt richtig lecker. Mmh. Lecker. So, das muss jetzt köcheln. Der Reis ist auch gleich soweit. Und dann mache ich nachher Fett, Zwiebeln, Paprika und so weiter rein. Und Champignons. So, ich werde mal die Kekse hier einmal rausholen und hier reinlegen. Sehr schön geworden. Die schmecken ein bisschen sandig, also ich würde das mal so als sandig bezeichnen, aber trotzdem schmeckt gut. Also ich hätte sie jetzt vielleicht nicht ganz so lange gebacken. Ich habe sie tatsächlich ein bisschen früher rausgenommen, aber ist alles gut. Mit Kaffee und Tee schmeckt das sicher. Also ich würde sie jedenfalls essen. Ist immer ein bisschen so zu kalt werden. Und gewaschen werden. Ofen mal reinigen. Ich vergesse immer dieses Zeug zu kaufen, ehrlich. So, sieht doch schön aus, ne? Werde ich jetzt mal hinstellen. Dann kann sich das jeder nehmen, wer möchte. Und hier haben wir jetzt inzwischen auch schon die anderen Sachen vorbereitet. Also ich habe hier Zwiebeln schon geschnitten und hier sind wir jetzt bald so weit, dass ich hier die Sachen reingeben kann. Ich würde mal sagen, ich mache schon mal die Pilze da rein. Und lass das mal mit angehen. Ich werde auch den Butter schon mal reinmachen.
glaube, ich muss ein bisschen Wasser drauf machen. Da werde ich ein bisschen Hähnchenwasser zu geben. Paprika vielleicht. Den machen wir auf. So. Ein bisschen braten lassen, dann kommen die Tomaten dazu. Fertig. Ja, so ist ja meistens. So, jetzt mal die Tomaten rein. Und lass nochmal so ein bisschen Flüssigkeit drauf. Damit das ausgegangen, Mensch. Oh, ich hasse es. Mann. Ich setze das Ding hin. So. Ich werde das mal auf kleine Flamme machen und dann noch so ein bisschen durchziehen lassen. Und dann ist fertig. Hallo, ja, es ist ein paar Stunden später. Ich sitze jetzt hier an der Arbeit mit meinem Blog. Es hat sich auf meinem Computer, auf dem Laptop ein Wasserzeichen eingeschlichen. Ich kriege das nicht weg, ne? Hier. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich kriege das nicht weg. Ich werde den Computer gleich mal runterfahren. Also keine Ahnung, muss irgendwie ein Virus oder so sein. Ich habe das nicht nur im Blog drin, sondern auf meinem Computer drauf. Ich kriege das nicht weg, ne? Muss mal meinen Sohn fragen, wie ich das wieder auf die Reihe kriege. Ich werde den mal runterfahren und dann einfach hoffen, dass das da weg ist. Ich dachte erst, das hätte sich in den Blog geschlichen, aber nee. Naja, ansonsten werde ich nachher gleich nochmal mit dem Hund rausgehen. Es hat geregnet inzwischen. Es ist ziemlich grau draußen jetzt und ja, hoffe, dass es nicht mehr regnet. Dann können wir gleich nochmal ein bisschen rausgehen. Ja. Ansonsten haben die Männer gegessen und meine Tochter auch. Ich nicht, mochte das ja nicht. Wie ihr wisst, ich hasse ja Fleisch und alles, was damit zu tun hat. Und mir meinen Nagel eingerissen. Und ja, ich habe auch keinen Hunger. Ich hatte ein paar Kekse gegessen. Ich muss aber mal so als Review dazu sagen, dass das Fett, was dafür verwendet wird, wirklich nicht besonders, also es schmeckt mir nicht. Also es ist zwar geschmackslos, aber es schmeckt fettig und nicht lecker fettig. Also nicht so butterig fettig. Also ich würde auf jeden Fall immer Butter bevorzugen, aber man darf auch nicht vergessen, dass Butter sehr teuer ist. Ne? Wenn man bedenkt, dass so ein großes Stück Pflanzenfett 2,09 € kostet oder 9,19 € irgendwie so und ein Stück Butter mit 250 Gramm ja schon
das gleiche kostet, wenn nicht mehr ab und zu, weil im Moment, glaube ich, ist es sogar teurer als dieses große Stück mit 1 Kilo, dann muss man da schon drüber nachdenken, ob man dann nicht lieber sowas nimmt und ob einem die Geschmackseinbuße das dann nicht wert ist. Also mir wäre es auf jeden Fall das wert. Also ich würde das nicht mehr, was ist das denn hier, Leute? Kann ich gerade nicht sehen. Das ist ja irgend so ein Knubbel. Naja, also mir wäre es nicht wert. Da kann ich durchaus Geschmacksabstriche machen und das dann mit diesem Fett essen. Aber wenn ihr mich fragt, was schmeckt mir besser, eindeutig Butter. Ne? Ich finde auch, Butter macht das Gebäck fluffiger und nicht so komprimiert. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Das ist jetzt so ein komprimiertes Gebäckstück, was auch den Eigengeschmack der Butter nicht hat. Also es schmeckt fettig, aber geschmackslos fettig. Also es ist ein sehr eigenartiges Gefühl. Das kommt mir vielleicht auch nur so vor, weil ich wirklich niemals, das habe ich damals in der Bäckerei auch nicht gemacht, niemals mit normalem Fett backe. Ich backe immer mit Butter. Immer. Auch damals schon. Und deswegen, ich bin so an den Buttergeschmack gewöhnt. Und wenn das nicht nach Butter schmeckt, dann ist wahrscheinlich da oben im Kopf irgendwie eine Sperre, die sagen, nee, schmeckt nicht. Aber schmeckt ganz gut, ja. Das Problem ist aber, dass es eben sehr fest ist. Ja, das hat auch nichts mit der Mischung zu tun, glaube ich. Es ist fett. Nein, es ist auch gar nicht so fest. Aber es ist komprimiert fest. Ein komprimiertes Gebäckstück. Ist das richtige Wort? Kann ich nicht anders zum Ausdruck bringen. Na gut, jetzt scheint die Sonne hier richtig herrlich rein. Mich nervt dieses Wasserzeichen da gerade, was da auf meinem Laptop ist. Ne? Also es ist so nervig. Ich musste sogar einen größeren Absatz machen, weil sonst sehe ich gar nicht, was ich schreibe. Das geht da nicht weg. Ne? Echt, ich shit dich ja hier. Wahrscheinlich ein Virus drin oder so, ich weiß nicht. Naja, was werden wir sonst da machen? Nicht viel. Die haben gerade den Kleinen gefüttert und mein Mann schläft auf dem Sofa. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich schreibe meinen Blog mal schnell zu Ende. Das habe ich heute Morgen nämlich nicht gemacht. Ich nicht geschafft, wäre falsch. Ich hatte keine Lust, ne? Kann man einmal so sagen, weil wir natürlich auch in Erwartung waren des Gastes und da hatte ich keinen freien Kopf für. Heidi, nein? Ja, so ist das. Ansonsten gibt es nichts Neues. Ich schreibe meinen Blog mal weiter und mal gucken, wann wir uns dann heute noch mal wiedersehen. Die Sonne kommt jetzt gerade raus. Es ist 5:30 oder so. Und Hund, die denkt sich auch, also irgendwas ist jetzt hier anders. Die hat auch Hunger. Ich habe ihr Futter ja gekocht. Die hat noch nichts gekriegt, aber die hat Knochen gefressen wieder. Ne? Und du hast auch ein bisschen Hähnchenfleisch hast du auch gekriegt. Also ist ja nicht so gut, dass du hier Hunger hast. Ne? Die hat ein paar Knochen und Fettstücke vom Fleisch bekommen eben. Na gut, liebe Leute, dann mache ich den Blog mal zu Ende, damit der schon mal online gehen kann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Du hast nur Hunger, mehr willst du gar nicht. Die bettelt jetzt um ihr Futter. Das ist ja auch schon ihre Zeit, ne? Aber ein bisschen wartest du jetzt noch. Komm, lass mal mich das zu Ende schreiben.